Adi, Schatz, alles Gute, alles Gute. Heute ist die 23 dran. Ich muss mal hier rauswühlen. Stimmt hier unten. So. Was habe ich gehört? Der letzte Kalender letztes Jahr war besser, weil da war auch Spielzeug drin. Gab es immer mal Snacks, immer mal Spielzeug. Mehr Abwechslung, mehr Action. Ja, den haben wir dieses Jahr nicht gefunden. Der war ja, glaube ich, von Zoo Royal. Und der wurde ja, glaube ich, in der Fanpost geschickt. Weil ich sehe immer nur so ganz normale. Jedenfalls schmeckt's dir. Mein Guter, mein Guter. Mal gucken, wenn du nächstes Jahr noch lebst. Vielleicht gibt's da Fruchtzwerge. Adventskalender für dich. Die magst du nämlich so sehr. Oh, Lasko Hotdog. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Adi und der Bier Adventskalender von Kalea. Doch zuerst das Türchen von Pupsi bei ihrem Karls Adventskalender. In der 23 war wieder ein Spruch. Zur Weihnachtspunsch um Kerzenschein knuspert Popcorn süß und fein. Zur Weihnachtspunsch und so, da ist auf jeden Fall Popcorn drin. Winterpopcorn von Karls. Das ist grün, das ist rot, das ist tederetetot. Das haben wir, glaube ich, schon mal groß gehabt. Das hat das Muttertier so gern gegessen. Jetzt sind hier diese kleinen Probepäckchen drin, wer das nicht kennt. Winterpopcorn von Karls. Bierschanger freut sich sicherlich wieder über das Gläschen. Wir kommen aber zu unserem Bier. Und ich bin wieder begeistert, denn es ist wieder eine Flasche mit so einem durchsichtigen Etikett. Wie beim Corona-Bier. Das ist das Einzige, was ich so kenne. Durch den Kalender habe ich jetzt mehrere andere kennengelernt, die auch so aussehen. Zu einem durchsichtigen Etikett. Das gibt von mir direkt 5 von 5 Punkte, weil ich das mega stylisch finde. Es ist nicht so pappig. Du kannst hier so lesen. Es sieht einfach so lecker, so edel aus. Dadurch richtig frisch. Dann ist ja auch noch so ein Ziegenbock drauf. Dann ist das noch ein Lasko. Steht hier auch bei dem Kronkorken oben. Lasko grün. Grün Lasko gefällt mir hier auch durchsichtig zum Durchschauen. Der Lasko Ziegenbock. Das ist ein Bier aus Slowenien, steht hinten drauf zumindest, mit 4,9%. Ich möchte euch die Flasche auch nochmal so zeigen. Guckt doch mal wirklich dahin, wie die einfach nur leuchtet. Leuchtet und komplett durchschaubar dieser Lasko. Das gefällt mir, das ist richtig nice. Es ist halt weniger das Etikett, das ist ja eher dann trotzdem die Flasche. Aber 5 von 5 Punkte von mir. Sladorok Svetlo, hinten steht was mit Slowenien. Lasko 1825, gefällt mir. Sieht sehr lecker aus. Machen wir mal auf. Schmeiß mal in die Ecke. Deckel auch wieder aufheben für den Bierschanker. Die sammeln den ganzen Müll. Die leeren Gläser, die leeren meine Bauchfusseln schicke ich ihr demnächst auch noch zu. Dann pack mal das mal hier rein. So, jetzt wieder gucken, dass wir nichts daneben schenken. Muss dann gleich los. Marie abholen. Wenn die da ist, mache ich dann das letzte Türchen heute noch, aber das seht ihr dann morgen, weil ich muss immer vorproduzieren. Ich muss vorproduzieren und ich bin dann froh, wenn ich alle Türchen hinter mir habe und nicht mehr jeden Tag 2 Bier trinken muss. So, jetzt ist eingeschenkt. Eine ganz kleine Schaumkrone. Es ist sehr klar. Es ist sehr hell. Es ist nicht zu hell. Es ist aber auch nicht kräftig genug, damit es bei mir auf 4 Punkte gehen würde. Ich glaube, das ist bei mir eine stabile 3. Ihr seht ja, wie das hier hochzieht. Das passt. Ist aber auch nichts Besonderes. Ist für mich eher so Standard mittlerweile geworden. Wenn es noch drüber wäre, dann wären es wieder nur 2 oder 1 Punkt. Wenn es kräftiger wäre, bei der Klarheit, wären es eben 4 oder 5, je nachdem. Für mich ist das 3 für die Farbe. Aber zum Geruch. Riecht leicht süßlich. Riecht süß-sauer, bitter mit Bierigkeit. Riecht aber gut. Ich würde für den Geruch 5 Punkte geben.
Weil das riecht wirklich interessant und ich glaube, so muss Bier einfach auch riechen. So, probieren wir mal einen Schluck. Oh, jetzt brennt es ein bisschen auf der Zunge. Das ist auch ein bisschen babbig, merke ich gerade. Das liegt, glaube ich, schwer im Magen. Also das setzt sich richtig hier ab. Das merkst du schon. Da waren die anderen haben irgendwie leichter geschmeckt. Die anderen waren auch irgendwie wässriger immer. Das ist irgendwie säuerlicher und dann so schwer. Ein schweres, säuerliches Bier. Jeden Schluck einzeln genießen klappt auch nicht. Am Stück trinken ist mir auch too much. Also das gibt auf jeden Fall Abzug. Gibt ja welche, die du einfach so wegschütten kannst und dann war's das. Oder wo jeder einzelne in Genuss ist. Ich glaube, bei Geschmack hätte es bei mir jetzt leider nur 2 Punkte. Das slowenische Bier, es hat sehr gut im Design und in der Farbe und im Geruch, aber Geschmack 2 von 5 Punkten. Mich stört da leider einiges. Es geht natürlich noch schlimmer, wenn wir wieder so einen extrem bitteren, herben IPA Pale Ale Geschmack da haben. Da ist es komplett vorbei, da kannst du 0 oder 1 auch geben. Ansonsten hat das hier 2 Punkte. Das war's von meiner Seite aus. Das war der 23. Ein Türchen folgt noch. Das will der Weihnachtsmann höchstpersönlich wieder machen, glaube ich. Wenn er sein Kostüm findet. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.